Eine schlechte Nachricht für alle Modefans. Die Krefelder Straßenmodenschau wird es im kommenden Jahr nicht mehr geben. Nach über 20 erfolgreichen Jahren wird die Veranstaltung gestrichen. Grund dafür ist die knappe Stadtkasse. Durch den Wegfall spart Krefeld rund 250.000 Euro. Außerdem soll die Touristinfo im Schwanenmarkt geschlossen werden. Damit werden weitere 173.000 Euro gespart.